liebe Comic-Freunde! Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Und wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt, dann drückt den Abo-Button. So sieht's aus. Und die Glocke nicht vergessen. Ja, und jetzt würde ich sagen, geht's los. Willkommen zurück im Donjon. Wir sind zurück, Donjon Band 2, der König der Krieger, ein Rezensionsexemplar aus dem Reproduktverlag. Zeichnungen und Story sind wieder von Jones Farr und Louis Trondheim. Softcover, auch wieder 48 Seiten, in Farbe 13 Euro, Genre Fantasy Adventure. Wer ein richtiger Wächter des Donjons sein möchte, der muss sich aufs Kämpfen verstehen. Deshalb wird Herbert, unsere Ente aus dem ersten Teil, der tollpatschige, aber nichtsdestotrotz todesmutige Enterich, von Hyacinth zu einem Meister der Kriegskunst geschickt, der ihm sämtliche Tricks und Kniffs beibringen soll. Bewaffnet mit Feder und Holzstöckchen hat er dabei jede Menge Abenteuer zu bestehen. Mit Sonja, der rothaarigen nackten Riesin, den 5 Zwergenvampiren, Henry, der linken Maus und Millionen von blutrünstigen Orks. Wir sind zurück. Ja. In der krassen, irren Krankenwelt von Donjon. Die Zeichnungen sind genauso wie beim ersten Mal mega strange geil und machen Spaß. Ja, was ich am tollsten finde, ist eigentlich sein kleiner Sidekick, der ihn ja beschützt, nämlich der Bulasch. Der Bulasch. Der kleine Bulasch. Der Bulasch kann jetzt seine Größe auch verändern und so. Und der ist total süß, der beschützt ihn. Ja, aber der stinkt unheimlich nach Fleisch. Ja, er stinkt nach Fleisch. Was auch lustig ist, die Hasenstadt, weil die Hasen sind voll die Rassisten. Ja. Oh, die Hasen mögen keine Fremden in ihrer Stadt und sind voll die Penner und haben eine große Klappe und kriegen aber auch ab und zu mal eins drauf. Ja. Der große Meister, zu dem er geschickt wird, unser Enterich, ist ein Sack. Hast du ein Bild von dem? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes ein Sack. Hier sieht man den schon. Er hat sich den kleinen Bulasch geschnappt. Genau. Und ja, der ist halt einfach ein Sack. Ja. Findet euch damit ab. Es ist, genau, es ist einfach ein Sack, der redet. Und ist ein großartiger Kampfmeister. Also unser Enterich wird mit einer Maus, wie hieß sie wieder? Wie hieß die Maus? Henry die Maus. Ah, genau, Henry die linke Maus. Siegfried der Barbar und die 5 Zwergvampire. Zur Ausbildung geschickt, weil der Dungeonmeister hat gemerkt, dass unser Herbert kein wirklich guter Dungeonwächter ist. Und deswegen schickt er ihn halt auf Ausbildung. Marvin geht mit, der olle Drache, der hilft ihnen. Klar. Und der ist total der super Fanboy von dem Meistersack. Ja, weil das ja auch sein Meister war, sein Sensei quasi. Richtig. Und ja, aber irgendwas stimmt mit dem Sack nicht. Also irgendwas stimmt mit dem Meistersack nicht. Und er schickt die auf total strange Touren und gibt denen total strange Ausbildungsziele und ist einfach irgendwie nie da. Ja, und sie zerstören auch 2 Völker. Mehr oder weniger? Mehr oder weniger. Oder bringen die gegeneinander auf? Und ja. Also totaler... Na, das war ja eine Aufgabe war, die Maus sollte ein Volk zum Krieg bringen und er sollte ein Volk zum Krieg bringen. Ja, genau. Wie das läuft, können wir euch jetzt nicht so sagen, aber das ist auf jeden Fall zum einen so ein Ding. Und er musste lernen, mit einer Feder zu kämpfen. Ja, genau, da kämpft er die ganze Zeit mit der Feder. Und in einem Dungeon gegen Goblins, Milliarden von Goblins. Sie müssen durch 1000 Türen... Sinn. Sie müssen durch 1000 Türen und um den Goblin-König zu finden, um dem die Socken zu klauen. Genau. Ihr merkt schon, es hört sich alles total strange an, oder? Ja, also, ist es auch. Ganz ehrlich, mir kam das so vor wie ein Abend im Impro-Theater. Ja. Und mir kam das vor, als hätte der Autor beim Schreiben sich erst die Sachen gekifft und sich die Sachen erst ausgedacht, weil die teilweise wirklich überhaupt keinen Sinn machen und auch irgendwie nicht so richtig zusammenhängen. Also es ist keine wirre Geschichte, so ist es nicht. Es hat schon Sinn. Es hat schon einen roten Faden, aber es ist wirklich so. Aber die Sachen, die sie passieren. Okay, ich brauche jetzt die nächste Szene. Was passiert ist in der nächsten Szene? Ja, das und das. Also es fühlt sich wirklich an wie improvisiert. Es ist ein Impro-Comic. Oh, sie haben viel gekämpft. Was passiert in der nächsten Szene? Oh, sie ernten kleine Pilze aus Füßen von Goblins. Ja, genau. Die zwischen den Zehen von Goblins wachsen. Was? Ja, furchtbar. Herrlich. Also es ist ganz geil abgedrehter Humor. Wer auf sowas steht, ist hier im Donjon echt gut aufgehoben. Komplett irre. Also das finde ich auch den Unterschied zum ersten Band. Im ersten Band war halt einfach eine durchgängige Story. Ja. Und die war irgendwie noch so ein bisschen nachvollziehbar. Aber das ist komplett irre. Ja, es war geil. Ja. Also mir hat Spaß gemacht. Für alle Leute, die auf komplett irre Geschichten stehen, mit einem tollen Humor. Greif zu.
die irre Monster sehen wollen. Auch die Zeichnungen von teilweise, von diesen Monster drin, wie kommt man auf sowas? Ich meine, allein den Sensei als Sack zu zeichnen, der keine Füße, keine Beine hat. Mega gut. Ja. Das ist, Marvin. Ja. Marvin ist auch gut. Genau. Ja, Leute, Don John. Wer auf diesen abgespaceden Humor steht, zieht Zeug rein. Greift dazu. Ja. Das war's. Wir gehen jetzt auch raiden. Haut da rein. Bleibt nicht, bleibt neulich, hebt die Haare. Vielleicht habe ich noch einen Pilz zwischen meinen Zähnen.